Willkommen zur Lecture. Textsorten bei der Filmproduktion. Denn das Drehbuch ist nicht allein seligmachend. Obwohl viele von euch oder Ihnen, die angefangen haben, sich mit Film zu beschäftigen, sicher schon die Erfahrung gemacht haben, dass immer wieder gesagt wird, ein Film beginnt mit dem Buch und nichts als mit dem Buch. Das Buch ist das Wichtigste. Zweitens, man muss die Regeln des Drehbuchschreibens erlernen und beherrschen. Dann wird auch ein schöner Film daraus. Drittens, die Reise des Helden ist ein rundes Rad und dieses runde Rad muss in jedem Drehbuch vorhanden sein. So als ob, sagen wir mal, das Rad an einem sumerischen Karren und das Rad vom ICE dasselbe wäre. Klar, da steckt diese einfachen Muster stecken in vielen Erzählungen drin, aber sie sagen auch nicht besonders viel darüber aus, was, sagen wir mal, diesen sumerischen Karren, ein Motorrad oder ein ICE oder der Reifen, auf dem ein Jet landet, unterscheidet. Was fotografierst du? Alba. Das ist eine Abkürzung. Das heißt, alles liegt bei allem. A-L-B-A. Aus bestimmten Gründen werden aber diese sehr vereinfachten Modelle des Drehbuchschreibens, die angeblich Erfolg garantieren, sehr stark gepusht. So deutlich, dass man sich fragt, was steckt eigentlich dahinter? Nach meiner Ansicht steckt sehr oft dahinter der Wunsch, den filmischen Prozess kontrollieren zu können. Denn wenn alles schon auf eine gewisse Weise aufgeschrieben wurde, dann kann man auch sehr schnell erkennen, was jemand, der die Macht hat, in einer Fernsehredaktion oder in einer Produktion oder wer sonst noch einen Film ermöglicht, sind kaum andere, dann kann man sehr schnell erkennen, was man nicht möchte und kann schlicht und ergreifend den Weg in die Richtung lenken, die man möchte. Und wenn man dann noch zweitens dafür sorgt, dass der gesamte Produktionsprozess in einer Weise organisiert ist, der sich immer wieder auf diese fixierte Schriftform zurückbezieht, dann erkennt man, dass das Drehbuch auch ein Problem sein kann. Deswegen ist es, wenn man innovativ im Film arbeiten möchte, eine gute Idee, darüber nachzudenken, mit welchen verschiedenen Textsorten man arbeiten kann und wie man das Drehbuch auf einer gewissen Weise offen halten kann. Wir haben zum Beispiel bei dem Film Art Girls die Erfahrung gemacht, dass ein Film, der Kunst ernst nimmt, schwer in diese standardisierte Drehbuchform reinpasst, weil die Kunst ja beschrieben werden muss. Und nur wenn man sie beschreibt, kann sie Beziehungen zu der Filmhandlung nachvollziehbar aufnehmen. Das überfordert eigentlich schon den Leserhythmus eines klassischen Drehbuchs. Die Erfahrung war dann die, dass das Drehbuch schon bei 240 Seiten angekommen war und trotzdem eine Form gefunden werden musste, wie man das Filmprojekt eben auch mit Förderern oder Finanziers kommunizieren kann. Also oft lernt man ja aus der Not und in diesem Fall entstand dann auf der Grundlage dieses langen Drehbuchs plötzlich eine 10-minütige Fassung. Die hat der Co-Autor Raimund Spitzer geschrieben. Der hat einfach in seinem Duktus diese ganze Geschichte auf 10 Minuten gebracht. Naja, die Wirklichkeit entsteht ja im Gehirn. So, jetzt könnte der Stoffwechsel vom Gehirn irgendwie anders laufen. Schon fühlen wir uns anders in der Welt, haben ein anderes Körpergefühl und nehmen die Welt auch anders wahr. Es ist ungewöhnlich, dass das Treatment im Nachhinein entsteht. Und dann wiederum hatte ich die Möglichkeit, eine Voice-Over aus der Perspektive von Peter Maturana mit nochmal 9 Seiten in diese 10 Seiten hereinzuschreiben. Und dieses mit einem ganz eigenen Sound, in dem Peter Maturana sagt, nein, das war alles anders oder ist dann doch nicht ganz richtig. Die Eierschale, in der unsere Weltsicht oder besser unser Weltgefühl steckte, war eben noch nicht zerplatzt. Sie war unglaublich hart und hatte scheinbar ein ewiges Haltbarkeitsdatum. Auf diese Weise ist in einem kompakten Text von 19 Seiten eigentlich der ganze Groove des Films drin. Die Geschichte ist einmal sehr nachvollziehbar erzählt, aber sie ist einmal auch so erzählt, dass sie viele Versprechen beinhaltet, die dann später auf eine ganz andere Weise, nämlich filmisch, mit den Mitteln eines Mediums, das mit Text zunächst nicht so viel zu tun hat. Es kann interessant kombiniert werden, aber es ist erstmal was ganz anderes, erzählt wird. Insofern macht es sehr viel Sinn, sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich an Text, um einen Film machen zu können? Wenn man einen Stapel von Dialogen hat, ist das wunderbar. Man kann sich auch überlegen, in welchen Szenen die kommen werden. Es muss aber nicht die Fixierung, die sich irgendjemand mal am Schreibtisch ausgedacht hat, automatisch die Fixierung sein, die Ort
Figur, Dialog, Sätze, bestimmte Vorfälle später im Film zusammenbringt. Wenn man das flexibel hält, kann man seine Möglichkeiten entschieden erweitern.